Unser Thema heute ist, wie wir Angst mit Qi oder mit Image-Medizin bewältigen können. So wie wir wissen, in der modernen Gesellschaft gibt es verschiedene Gründe, die unsere Emotionen sehr schlecht machen. Insbesondere Angst, Ängstlichkeit. Insbesondere unsere Ängste. Sie können sich selbst überprüfen. So gut wie jeder hatte oder hat alle in unserem Leben manchmal hat Angst. Also, was ist Angst? Haben wir ein einfaches Verständnis darüber, was Angst ist? Ja, generell. Wenn wir das Wort Angst benutzen, wir wissen, was gemeint ist. Und wenn wir das versuchen, mit anderen Wörtern zu erklären, finden wir heraus, wir fühlen Angst, wir spüren und wir legen unsere Hände auf die Brust. Und das ist eine Art von Besorgnis. Wir sind besorgt über unser Leben. Wir sind besorgt über unser Haus. Wir sind besorgt über unsere Verwandte. Oder unsere Haustiere. Oder unsere Freunde. Wir sind besorgt über unser Land. Also Angst bedeutet besorgt zu sein. Aber Angst ist nicht nur besorgt. Das bedeutet, wir spüren auch eine Art wir spüren Furcht. Wir fürchten uns zum Beispiel, dass wenn jemand stirbt, das ist eine Art Furcht. Also diese Ängstlichkeit ist ein, also Angst ist eine Art Kombination aus Sorge und Furcht. Und das erklärt auch, warum, wenn wir Angst spüren, spüren wir beides in unserem Leben, sowohl Sorge als auch Furcht. Jeder von uns manchmal hat Ängste. Das ist normal. Ja, weil unsere Gesellschaft hat viele Probleme. Und diese Probleme lassen uns Angst spüren. Und dann vergeht das wieder. Das ist auch normal. Das Problem ist, wenn man längere Zeit Ängste hat, wenn man längere Zeit etwas fürchtet,
das beeinflusst unser alltägliches Leben. Und dann muss man einen Weg daraus finden, wie wir das wieder heilen, wie wir das loswerden. Wir haben immer die gleiche Frage zum Beispiel. Wenn in unserem Leben wenn wir diese Ängste haben, wir möchten herausfinden, was ist die Ursache? Was ist der Grund? Welche Gründe in unserem Leben können zu Angst führen? Manchmal wissen wir nicht zu viele emotionale Wörter, um das zu beschreiben. Welche Symptome könnte Was könnten die Symptome für die Ängstlichkeit sein, für diese Ängste? Wenn wir den Zustand der Stille erreichen, um darüber nachzudenken, welche Symptome würden wir da herausfiltern? Wenn Sie schon mal sehr große Angst erlebt haben, wissen Sie, was es ist, dass man sehr nervös wird. Also nervös sein ist ein Symptom der Angst. Wenn wir nervös werden, wenn wir nervös werden, das macht unser Herz, unsere Muskeln angespannt. Und dann atmet man auch sehr schnell. Herz schlägt sehr schnell. Das ist ein Phänomen von der Nervosität, dass man schnell atmet, Herz schlägt, dass man so angespannt ist, die Muskeln sind angespannt. Und dann gibt es noch weitere Symptome für die Ängstlichkeit. Das beeinflusst unser Schlaf. Wir können nicht schlafen. Auch wenn wir müde sind, haben wir Furcht, dass irgendein Problem kommt, irgendeine Gefahr. Man ist so nervös und man schwitzt, man fühlt sich sehr schwach. Das sind alles Symptome der Ängstlichkeit, der Angst. Sie haben Furcht, Menschen zu treffen, sie zu sehen. Diese Symptome, wenn man sie kontrolliert, das ist kein Problem. Ich kann damit leben. Wenn das Leben nicht beeinflusst, überhaupt kein Problem. Dann muss man sich auch keine Sorgen darüber machen, dass man diese Symptome hat. Aber den Zustand der Angst ist dann, wenn wir das nicht mehr kontrollieren können, wenn wir keine Fähigkeit haben, unseren Zustand zu kontrollieren. Das führt zu Problemen.
Wir müssen diese Angst bewältigen und auch sie loswerden. In meiner ganzen Erfahrung in 30 Jahren habe ich sehr viele Menschen getroffen, die viele Ängste hatten. Und diese Ängste hatten verschiedene Gründe. Einfach könnte man sagen, interne Gründe und externe Gründe. Emotionale, körperliche und energetische Gründe. Das sind verschiedene Gründe dafür. Nicht nur äußere oder externe Geschehnisse. Wenn zum Beispiel man sich mit jemandem streitet und zum Beispiel ein Polizeibeamter auf sie zukommt, man weiß nicht, was passiert, das führt zu Angst. Und wenn diese Gründe verschwinden, verschwindet auch die Angst. Aber ich hatte auch Menschen getroffen, die Angst hatten und nicht schlafen konnten. Und da waren nicht die äußeren Gründe dafür verantwortlich, sondern die inneren. Manche Krankheiten können dazu führen, dass man Angst verspürt. Zum Beispiel Schilddrüse. Wenn man eine Überfunktion der Schilddrüse hat, kann zu Angst führen. Zum Beispiel insbesondere durch Coronavirus in den 2 Jahren habe ich so viele Menschen getroffen, die sehr viel Angst hatten, weil ihre Lungen nicht genug Sauerstoff aufnehmen konnten. Das ist das Atemsystem. Ich hatte Online-Vorlesungen und dann hatten auf einmal ganz viele Menschen Coronavirus. Und dieser Virus führte zu Atemproblemen und dann haben die Menschen auch Angst gespürt. Und manche haben mich angerufen hatten Angst, dass sie sterben, haben mich angerufen, haben gesagt, dass sie sterben würden. Da habe ich gesagt, zu viel Sorge darüber. Ja, weil man nicht atmen kann. In den letzten 2 Jahren habe ich so viele Menschen getroffen, die diese Atemprobleme hatten und daraus sehr viel Angst. In den letzten 30 Jahren habe ich viele Menschen getroffen, die diese Angst hatten. Manchmal nicht so schlimm. Manche Menschen rauchen immer. Und dann auf einmal gibt es Gründe, müssen sie aufhören zu rauchen. Und nach ein paar Tagen fühlt man sich sehr schlecht. Auch zum Beispiel die Drogen aufnehmen. Und dann kommt ein Gefühl, dass man sich sehr schlecht fühlt, wenn man aufhört. Auch wenn wir keine
Drogen oder Gifte aufnehmen, kann es dazu führen, dass wir trotzdem Angst verspüren. Wenn in unserem Blut zum Beispiel unser Zucker viel zu hoch ist, kann man Angst verspüren. Das kann sein. Also es gibt viele Gründe. Und manche Angstzustände können zu sehr starken Problemen führen. Und natürlich, wenn wir schon gewisse Probleme in unserem Leben haben, wenn zum Beispiel wenn man schon einen Stress hat oder Depression und dann kommt ein Geschehnis, welches zur Angst führt, dann verschlimmert sich das Ganze. Und das kann zum Beispiel dazu führen, dass man sehr schlecht schläft. Zum Beispiel kann Angst dazu führen, dass man Schmerzen hat im ganzen Körper oder Kopfschmerzen. Also wenn man eh schon Kopfschmerzen hat, durch diese Angst können diese Schmerzen noch mal stärker werden. Also diese Angst kann unsere Arbeit, unseren Zustand beeinflussen. Schlechteste Situation war, die ich getroffen habe. Nicht so viel, nur 2 Fälle. Externe Geschehnisse führten dazu, dass die Person zu viel Angst hatte. Und dann die Personen haben Selbstmord begangen aufgrund von Angst. Also im Leben haben wir viele Fälle, die zu Angst führen. Es gibt viele Gründe. Und schauen wir uns das aus der Sicht von der Image-Medizin. Von diesem Standpunkt müssen wir immer über unser Körper, unsere Energie und unser Geist nachdenken. Wir müssen das Bild finden, welches schlecht ist, welches nicht passt. Wir müssen suchen. Die Suche ist, wir vergleichen Menschen, wir vergleichen eine Gruppe der Menschen. Wenn Sie können selbst sogar das durchführen, das ist nicht schwer. Wenn Sie jemanden finden, der Angst hat. Sie können sich auch andere Personen finden, dieselbe Umgebung, andere Gründe haben. Dann können Sie vergleichen, ob diese alle Menschen tatsächlich die gleiche Angst haben. Und dann finden wir raus, ähnliche Situation, ähnliche Umgebung. Und dann finden wir raus, manche haben Angst
und manche nicht. Wir sagen, alle sind unterschiedlich. Und was ist der Unterschied? Wenn wir den Unterschied finden, wenn wir herausfinden, was macht diese Menschen unterschiedlich? Wir können dann die Person stärken, die Angst hat. Wir können sie unterstützen. Wir können sagen, in der gleichen Situation, nicht alle haben Angst. Weil der Zustand der Person ist anders. Und dann müssen wir von der Person lernen, die keine Angst hat. Und dann nutzen wir das Bild, um die Person zu stärken, die Angst hat. Und das ist unser Gedankenweg bei der Image-Medizin. So gehen wir vor. Wir vergleichen einen gesunden Menschen und einen kranken Menschen. Wir vergleichen sie. Was ist der Unterschied auf der Ebene vom Image, auf der Qi, auf der Ebene der Qi, auf der spirituellen Ebene, auf der Ebene des Lebens? Und in Image Level, auf diesen Niveaus können wir das herausfinden. Warum eine Person Angst hat und manche und die anderen nicht. Das ist auf diesen Ebenen viel klarer. Mit dieser Vorgehensweise. Finden wir einen großen Unterschied zwischen den beiden Personen. Die Stärke des Bewusstseins. Diese Menschen haben keine Angst, sie machen keine Sorgen. Wenn vom Himmel Bomben fallen, machen sie sich keine Sorgen. Wenn sie morgen sterben müssen, machen sie sich keine Sorgen. Sie haben keine Angst. Und warum? Wenn wir diese Menschen vergleichen und wenn wir die Bewusstseinsstärke vergleichen, da ist ein großer Unterschied. Und dann würden wir sagen, so ein schwaches Herz. Die Person wird so schnell beeinflusst, hat sofort Angst, hat sofort Sorgen. Die Person mit Ängsten. Wir wissen, es gibt viele Gründe. Aber wenn wir unser Bewusstsein stärken können, können wir unsere Energie, unsere Leistung stärken, um sich zu schützen vor äußeren Einflüssen. Und jetzt werden wir analysieren. Wir haben eine gute Analyse. Bei den meisten Menschen kann die Ängstlichkeit damit reduziert werden, dass wir diese Geisteskraft stärken. Natürlich gibt es Gründe, die individuell geheilt werden müssen. Abhängigkeiten, schlechte Gewohnheiten. Aber generell mit Stärkung der Geisteskraft kann man die Ängstlichkeit reduzieren bei allen Menschen. Also in unserer Praxis
haben wir diese Art von Training. In unserem mittleren Dantian, wenn wir eine rote Kugel im mittleren Dantian visualisieren oder wenn wir insbesondere uns selbst visualisieren im mittleren Dantian, also still sein und sich selbst visualisieren im mittleren Dantian. Und auf diese Art und Weise, wir machen sich selbst stärker. Und das bedeutet, wir machen unseren Geist stärker. Wir machen die Geisteskraft stärker. Unser Bewusstsein, das machen wir stärker. Der Weg ist visualisieren, mittleren Dantian, eine rote Kugel. Und jetzt werden wir meditieren. Wir visualisieren eine rote Kugel im mittleren Dantian. Folgen Sie mir. Folgen Sie mir, ich werde Ihnen helfen, Ängstlichkeit zu reduzieren. Das wird uns sehr helfen. Das macht uns stärker. Schließen Sie Ihre Augen, legen Sie Ihre Hände auf den mittleren Dantian, verbinden Sie Ihre Daumen miteinander Wir stärken unseren Geist. Visualisieren Sie eine rote Kugel im mittleren Dantian. Wir stärken unseren Geisteskraft.
Visualisieren Sie im mittleren Dantian die rote Kugel. Spüren Sie eine warme Kugel.
So, kehren Sie langsam zurück, konzentrieren Sie Qi im mittleren Dantien. Bewegen Sie Ihre Hände zum unteren Dantien. Konzentrieren Sie Qi im unteren Dantien. Und nochmal bewegen Sie Ihr Qi zum unteren Dantien. Gut. Diese Praxis hilft bei der Ängstlichkeit. Wenn Sie das praktizieren und merken, das Herz schlägt, praktizieren Sie weiter und das vergeht. Gute Nacht. Haben Sie einen guten Tag. Tschüss.